Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Green Hell und wir sind wieder raus. 2 Wochen oder so. Wenn nicht mehr. Moin Moin. Aber wir wollen uns Drogen machen, glaube ich. Ja. Ayahua einstecken. Oh yeah. So. Geht gleich los. So, ich habe keinen Durst mehr. Lecker, lecker Süppchen. Das ist ja mutig, ne? Ja. Komplette Schüssel weg. Du, wenn schon, denn schon. Ja. Sehe nichts, ist so hell hier. Boah, ja. Mach doch mal die Taschenlampe aus. Das Flutlicht stört. Oh, Schwarzlicht. Oh Gott. Oh, Papageien. Boah, da wird mir gerade wirklich schwindelig hier. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn da rüberkommen? Oh, ich habe gerade gegessen, weiß wie ekelhaft das ist. Oh, ich auch. Ich hab's gerade schön, meine Frau und ich haben uns gerade schön Bohnensuppe reingepfiffen, Bohnenpfanne reingepfiffen. Oh, ich hab... Oh! Ich hab... Oh! Bisschen Reste von gestern gehabt. Ist er auch abgestürzt? Ja. Okay, dann muss das wohl so. Ja, ja. Okay. Oh, gehen wir jetzt zur U-Bahn oder was? Nee, sieht nach einem Krankenhaus aus. Oder sowas. Blind. Das weiß ich. Ich sehe überhaupt nichts. Geh auf das Licht zu. Buchseite lesen. Ist es? Ja, wer sich durchlesen möchte, ne? Einmal Pause. Boah. Nee. Boah, das ist viel. Ja, einmal bitte Pause machen. Ich möchte das jetzt gerade nicht vorlesen. Puh. Okay. Ich mache alle einmal für euch auf. Oh, ich weiß nur nicht für wen. Ach ja, du nimmst ja gar nicht mit auf. Nee, ich habe das ja leider abgebrochen aus persönlichen Gründen. Naja. Aus dem Fenster, wenn es geht. Geht nicht. So. Okay, hier ist noch eine Notiz. Ich glaube, ich kann hier einfach wieder rausgehen. Okay, die Notiz lese ich mal eben kurz vor. Für das Kapitel übernatürliche Arzneien. Fundort des Pilzes in den Höhlen des Dschungels. Der Pilz, der von den Indios bei ihren Ritualen verwendet wird, lässt sich in dunklen Höhlengängen finden und hat die folgenden Eigenschaften. Eine kaum erforschte Pilzart, die im kalten und dunklen Höhlenklima heimisch ist, wächst nicht außerhalb Amazoniens. Was seine Wirkung angeht. Sollte ich drüber schreiben? Noch zu erledigen. Erstens Verbreitung, zweitens Eigenschaften, drittens wie die Indios ihn konsumieren, viertens Auswirkungen auf Leute. Weiter mit mir drüber reden. Die Pflanzenwelt innerhalb der Höhlen variiert je nach Lichteinfall. Die meisten Spezies gedeihen neben Spalten und Rissen, wo sie das Sonnenlicht gehindert erreicht. Tiefer in den Höhlen ist das Licht verstreut, sodass dort nur noch Farne und Moose wachsen. Und in den tiefsten, dunkelsten Ecken der Höhlen können nur Pilze und Bakterien überleben. Sie ernähren sich von organischen Überresten wie Fledermauskot, toten Insekten und Pflanzenresten. Wie wäre es mit dieser Einführung? Eine völlig neue Spezies? Hat sie einen Namen? Noch zu erledigen. Erforschen, vergleichen. Das ist ein Dreigänge-Menü, ne? Fledermauskot, toten Insekten und Pflanzenresten. Ja, das nehme ich auch immer zu mir. Fledermauskot, nett. Riecht vor allen Dingen auch gar nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich glaube, wieder aus der Tür rausgehen. Ach so. Weil die wieder leuchtet. Okay. Mache ich zumindest jetzt einfach mal. Mhm. Ich bin gerade stolz auf mich, wie ich vorgelesen habe. Das ist ja immer so meine Nemesis. Normalerweise ist es eher Gestammel und Gestotter. So. Okay, Kartoschkas. Nee, Kartoschkas sind Kartoffeln. Kartons. Oh Mann. Oh, ist das mein Zuhause? The book was quite good,
glaube ja. Auf jeden Fall, Alter. Kann man mal machen. Sag mal nix, ich hab noch nicht. Ich bin gerade noch bei den Büchern hier. Oh, gut. Hier wieder für euch. Einmal bitte pausieren. Brief. Ich glaube, den lesen wir mal. Zahlungsaufforderung. Da sie die Zahlung in Höhe von 70.000 US-Dollar, in Klammern in Worten 70.000, für ihr bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Falls innerhalb des genannten Zeitraums keine Zahlung in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen erheben und den Fall vor Gericht bringen, wofür Sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Mit freundlichen Grüßen, M. Kimak. Das hört sich nicht gut an. Hier ist noch ein Brief. Oh, der ist mir zu lang. Da links auf der Couch liegt auch noch eine Rechnung, ne? Eieiei. Die ist ein bisschen höher. Okay, da gucken wir dann nochmal auf die Rechnung. Gucken wir nochmal. Patientin Mia Higgins, Hauptversicherer Hepius Health Insurance. Jetzt redet die noch dazwischen, die blöde Kuh. Zusätzliche Versicherer nicht vorhanden. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. Beschreibung, Summe, Medikamente 12.120 und 22 Cent, Zimmer und Krankenpflege 31.281 Dollar und 18, medizinische und chirurgische Materialien 28.011 und 12 Cent, Laborsets, Alter, das ist ja, lest euch das mal weiter durch, macht mal Pause. Also die Gesamtkosten belaufen sich auf 200.288 US-Dollar und 64 Cent. Krasse Geschichte. Da wäre ich auch in den Dschungel geflohen. Ja, auf jeden Fall. Hier ist noch ein Brief auf dem Karton. Liegt auch noch ein Brief. Wenn du geradeaus weitergehst dann. Mhm. Erstmal ist da noch ein Buch. Aber das hatten wir schon. Die wiederholen sich irgendwie, die Bücher. Da ist die gleichen hier. Oh, ja, die glaube ich alle selber auch gekauft. Einmal wieder pausieren, liebe Leute. Ich überfliege das so für mich kurz mal eben. Alles klar. Ich glaube, mir ist nur noch eine Einbildung hier. Ja. So, ich gehe mal wieder durch die Tür, ne? Ja, ich auch. Oh, blau. Ein Krankenzimmer. You think I'm selfish just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. What happened? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Okay, einmal pausieren. Ich scrolle runter. Ja, irgendwie, jetzt hat sie ja irgendwas gesagt davon, ohne mich müsstest du nicht in den Dschungel zurückkehren. Als wenn sie wirklich fleißig gestorben oder so. Patientenakte liegt auf dem Bett. Abteilung für Onkologie, medizinische Vorgeschichte. Patientin Mia Higgins, Diagnose, bösartiger Tumor im linken Lungenflügel. Metastasenbildende Veränderung im rechten Lungenflügel. Metastasenbildende Veränderung in den Lymphknoten nahe der Luftröhren. Abgabelung. Zugrunde liegende Erkrankungen und Komplikationen. Anhaltender Husten und Hämoptysis. Atherosklerotische Läsion in der Aorta. Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion. Degenerative Veränderung der Wirbelsäule. Schmerzen in der linken Schulter. Behandlung. Eingeleitete medizinische Behandlung. /Eingriffe. CT-Scan der Brust zeigte eine polyzyklische tumoröse Inflammation
in den Abschnitten 7, 9 und 10 des linken Lungenflügels mit einer Größe von 60 x 65 x 48 mm und ein Knoten mit dem Durchmesser von 8 mm in den Abschnitten 6, 7 des rechten Lungenflügels. Lymphknoten an der Luftröhre sind auf 14 mm vergrößert. Luftröhre und Hauptbronchien sind unauffällig. Krebsdiagnose wurde auf Basis der Untersuchung des bei der Biopsie des Lungentumors entnommenen Gewebes gestellt. Eingeleitete chirurgische Behandlung, Eingriffe, Injektion oder Infusion eines chemotherapeutischen Krebsmedikaments als Teil der palliativen Chemotherapie empfohlen hinsichtlich künftiger Behandlung, weitere palliative Behandlung empfohlen, ja, und einschläfern wahrscheinlich. Das hört sich nicht gut an, ey. So, ich schnack mal mit ihr. Ja, ich auch. Mia. I didn't know. Andere Seite, auf andere Spieler warten. Ach, du bist erst bei 80%. Ja, jetzt bin ich da. Ich sehe dich. Okay, das war krass. Das war schon heftig, ja. Wo war nochmal Karte, Maps, ne? Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ist eine gute Frage, ne? Da oben bei A2 sind wir jetzt. Und wir können jetzt ja da durch, hier, wo wir gerade eben durchgelaufen sind. Da ist es jetzt ja frei. Wo wir den Jungen hinterhergelaufen sind. Okay, ja, dann gucken wir doch mal, ne? Ja. Und du kannst ja noch mal ein bisschen mit Mia reden, wenn du möchtest. Ja, mache ich nebenbei mal. Oh Gott. Oh Gott. So viel. Ich habe ein Lambda gefunden. I found the Lambda location and it looks nothing like our tent. Was? Then what is it? Kommst du? Ja. Gut. Ich gehe gerade nicht so schnell, wegen, damit ich mitlesen kann. Ach so. Wieso lesen? Die redet auf. Ach so. Die sappelt doch eigentlich alles vor. Hell, I really hope to oder find nicht? You here. Das ist die Frage. Gehen wir hier lang oder oben weiter? Look on the bright side. If the map pointed to this place, lang, ne? Its owner should know how to get out of there. Ah, hier you ist das Tor, was abgeschlossen war oder zu war. I don't know, Mia. It took me a while to get here. Habe ich nicht irgendwie eine Waffe dabei? You can make it. I'm here with Bogen. You, aren't I? And I'll be with you. Wunderbärchen. So. Just stay strong for me. I will. I promise. Uiuiuiuiui. Bist noch da, ne? Ja. Gut. Mia, I drank another dose of ayahuasca and but why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. Das hat mir gefallen, nee. I would have told you already. Then why don't you just do it? Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. I'm afraid you won't get back to me. Ich hätte nur schon mal eine Base aufgebaut. I want for you to be safe. Oh, das ist ein Cookie. Whatever ich werde das nochmal mit werfen. Please tell me. Alles gut. Please, Jake. hat sich geregelt. Okay. Can't make it, neither can I. Wir sind Früchte, falls du brauchst. Ich bin ja selber schon so ein Früchtchen. Warte mal, irgendwie ist alles voll bei mir. Wieso schleppe ich eine leere Dose mit mir rum? Let's just focus on that. Ara-Fleisch gekocht. Fahrzeug, da vorne liegt noch Fleisch, das kannst du mal einsammeln, wenn du möchtest. Was brauche ich denn? Ich brauche gar nichts. Ich bin total überladen und ich habe alles voll. Dann lass uns doch nochmal hier in die Base gehen. Ja. Ich kann nur nichts mehr großartig. Fuck, ey, was habe ich denn alles dabei, sag mal? Brauche ich Knochen nicht unbedingt, ne? Schmeiß mir die mal raus. Schildkröte. Lagerfeuer, Asche. Ich werde dich leben lassen. Ich weiß nicht, wofür ich diese. Dann schmeiß mal alles raus. Guck mal, Steine kann ich rauswerfen, weil. So, ich kann wieder laufen.
Okay. Gott sei Dank. Ah, bist du? Okay. Ja, 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 ich bin nicht so weit weg. Oh, was haben wir denn hier? Unbekannte Frucht. Ja, lass uns mal das Lagerränder. Mal gucken, was da abgeht. Mhm. Pass auf Krokodile auf. Ja, ja. Und dann können wir da, ich glaube, ich weiß nicht, Flora auf den Trocken gestellt oder müssen wir das uns einmal kurz bauen? Ich glaube, das müssten wir bauen. Und dann müssten wir, hier können wir ja natürlich das aus Bambus nehmen. Weil das Bambus haben wir an, noch. Das bietet sich hier förmlich an, das stimmt. Ja, und es war, ist besser aus Bambus. Ja. Ah, guck mal hier, das ist ja cool. Was war das denn? Auf jeden Fall können wir uns hier noch mal ein bisschen hinlegen. Was hat denn da so gerufen eben? Weiß ich nicht. Ja, wir müssen uns hier mal hinlegen. Nö, bei mir geht das noch. Ich müsste mich mal waschen. Naja, wegen Speichern, weißt du? Ich gebe mich mal ganz kurz hin. Und sag dann gleich wieder aufwachen. Aber dann hat er das gespeichert. Hier ist auch noch ein Tagebuch. Hm. Boah, das ist auch wieder viel. Ihr dürft gerne wieder Pause machen. So. Ich habe mich mal gewaschen. Ich war total schmutzig. So, warte mal, wie war das denn hier? Dose. Oh geil, hier haben wir schon ein cooles Feuer. Ja. Was war das? Ah, Stand Ropes. Ach, das gibt's auch? Ach, guck mal, hier ist Lagerfeuerasche. Hier ist Kohle. Oh, hier liegt voll viel geiler Kram rum. Fuck. Ja. Hier ist eine Karte. Ja, okay. Flugzeug. Aufgestell, da. Langer Stock, Seil, kleiner Stock. Ach nee, wir wollten ja einen aus Bambus machen. Aus Bambus, ne? Ja. So, dafür brauchen wir Bambusstöcke lang. Oh, ich hau mal was ab. Ja. Ich mach mal einmal mit. Hallo? Bambusscheit. Ich muss den einmal erweitern, ne? Nee. Weiß ich nicht. Wie war das? Muss mal gucken, da habe ich das Ding hingestellt. Erweitern, aufheben. Geht denn das nochmal? Schmeißen wir mal hin. Warte mal. Bambusscheit. Nee. Herstellen? Ich kriege irgendwie nur Bambusscheit raus hier. Ich habe auch so einen ganz großen kaputt gemacht. Vielleicht müssen wir die kleineren kaputt machen hier. Achso, warte mal. Ja. Müssen die kleinen kaputt machen. Ach so. Alles klar. So, ich habe drei lange. Wie brauchen wir denn? Drei. Aber wir brauchen ja wahrscheinlich danach noch Bambusstock oder so. Ja, die kleinen Dinger brauchen wir noch, ja. Warte mal, kann man den nicht auch zerbrechen? Guck mal. Langen Stock kannst du zerbrechen, ja. Ja, dann kriegst du zwei Stück davon. Ah, ich habe keinen Platz mehr im Rucksack, aha. Ich auch nicht. Das heißt, ich brenne jetzt immer... Nee, warte mal, das machen wir anders. Dann schmeißen wir mal die Stöcker raus hier. Naja, dasselbe habe ich auch gerade überlegt. Voll, das ist ja Schwachsinn. Ich renne doch jetzt nicht wegen einen immer hin und her. Kann man ja wieder aufsammeln, wenn man will, ne? Komm offen, ne? Bambusstock, Bambusstock. Sammeln. Da kann ich nichts mitmachen. Das ist total bescheuert. Den hast du unter Verwendung. So. Sammeln. Oh, die Nase.
Ja. Achso, ich bin schon voll. Na gut. Sammeln. Sammeln. Bin ich fertig? Was? Fertig. Bist fertig? Jo. So, pass auf, dann packen wir jetzt hier. Wie war denn das hier? Achso, muss ich ins Menü rein, ne? Kaimanfleisch. 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 Klapperschlange. 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 Die Ara. So, das können wir essen. Guck mal. Ist gut, ne? Ja. Das läuft. Wollen wir mal gucken, dass wir hier das mal zukriegen hier, dass wir hier ein bisschen mehr Schutz haben. Was hältst du denn davon? Was meinst du mit zukriegen? Naja, so, man kann hier ja Türen und so einbauen, oder nicht? Oder ein Dach, dass wir nach oben rauf können, falls uns mal ein Tier angreift oder so. Oh, nee, wir wollten noch einmal weiter, denke ich mal. Ja, ich guck mal eben auf Maps. Wo sind wir denn genau? Das ist jetzt ja die Frage. Auch da reingeguckt hier. Hier ist nämlich auch nochmal so ein ganz langer Brief. Hier ist das Tagebuch. Ja, bei dem Brief war ich schon. Achso. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Die Frage ist jetzt nur, ich kann nicht so hundertprozentig auf der Map ausmachen, wo wir sind. Das liegt daran, weil das hier auf der Seite verbrannt ist. Ah. Und deswegen siehst du das jetzt nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob genau, ob hier noch irgendwo noch mal was kommt. Ich wollte gerade sagen, das Teil kann man doch bestimmt finden, oder? Ja, ich denke. Die Frage ist, wo gehen wir denn weiter erkunden? Wenn du jetzt mal guckst auf der Karte, ne? Ja. Dann haben wir ja noch eine Kletterstation auf 02748. 02748. 2748. Bin gerade am Überlegen, ob wir da nicht schon waren. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber nee, ich bin der Meinung, wir sind. Wir müssen hier auf jeden Fall weiter, das weiß ich. Achso. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Naja, dann müssen wir hier ja. Müssen nur bisschen warten, Base machen, oder nicht? Bisschen, ja, dann machen wir ein bisschen Base, weil unser Fleisch muss ja eh noch ein bisschen trocknen. Genau. Ich habe das ja lieber trocken mit als Dings. Problem an der ganzen Geschichte ist nur, oh, warte mal. Boah. Das ist eine itzy-bitzy Spider. Hier sind ja auch Krokodile, ne? Das sind die Kaimane. Ja, deswegen sagte ich ja, dass wir hier vielleicht ein Dach raufknallen und eine zweite Etage. Dann könnten wir uns da zurückziehen. Ja. Wäre sinnvoll, ne? Ja. Also brauchen wir da mal eben ein Dach. Gucken wir mal. Es muss ja stabil sein, das Dach, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt, müssen wir wieder mit Lehm bauen, wie wir es schon mal gemacht haben? Nee, rein theoretisch müssten wir. Ach, das ist die Bambuswand. So einen Rahmen bauen, wo oben ja nochmal so ein Stückchen drüber ist, denke ich mal. So wie das Bananendach. Weil sonst hast du ja nur. Ja, sehe ich jetzt hier nicht. Sowas. Nee. Ich weiß nicht, kann man überhaupt eine zweite Etage bauen? Ja, es gibt ja Leitern. Stimmt. Lass uns das einfach mal probieren mit. Was haben wir denn hier? Bananen oder Palmen? Bananen, ne? Nee, Palmen. Palmen. Okay, ich hau mal ein Palmdach rauf. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das geht ja nicht. Doch, geht doch. Ja. Wenn dann noch rauf, dann. Mache ich mal hier. Ach, das ist ein Bananenblatt. Ich Ochse. Nimm hier die Palmen. Was haben wir? Bananen oder Palmen? Ich sag da mal nichts zu, ne? Weiß nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht.
So, das war's. Ich glaube, wenn du jetzt darauf gehst. Das werden wir sehen. Ich baue da mal eben eine Leiter hin. Ja. Einfach mal so. Bambus leider? Ja, ne? Bambus ist besser. Bambus. Was brauchen wir denn? Hab ich schon. Wir brauchen nur noch Bangus. Bangusstock. Kennst du Bangusstock? Da muss ich ja aber mein Inventar wieder leer machen. So, fertig. Jetzt brauchen wir noch Seil. Also, da haben wir ein bisschen was. Jo. Also ein Lehmdach. Würde ich sagen, ja. Wollen wir ein Lehmdach machen? Ja, ich glaube, wir machen ein Lehmdach, oder? Ich guck mal. Lass mal ein Lehmdach machen. Scheiße, haben wir noch keine Einträge. Haben wir keine Einträge? Warte mal. Bei Lehm habe ich noch nichts, ne. Ich höre so Lehm. Lehm nehmen. Und schon hast du einen Lehmmischer. Siehste. 11 Stück Lagerkiste, Lehmmischer, Lehmwand, Lehmdach mit Aussparung. Du musst aber einen Lehmmischer bauen, Chef. Ja, kannst du doch. Ja. Ich baue schon mal das Dach drauf. Ach so, oh Mann. Ich dachte, das machst du jetzt gerade. Ich habe schon die ersten Sachen eingesammelt dafür. Ach so. Ja, ja. Mach ich gleich, warte. Ich kann ja beides machen. Ist in Ordnung, ich mach das jetzt. Ich habe auch schon einmal Asche. Wahnsinn. Die muss doch da rein, oder nicht? Ja. Gut. Ach, hier muss er stöckern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das Geile ist. Hier. Hallo? Wieso geht das nicht? Nimm mal den scheiß Palmblatt da weg. Geht doch alles. Nee, bei mir nicht. Was hast du denn für ein Problem, Mann? Ich hab kein Problem, Mann. Kannst du mal woanders hingucken? Warum kann ich das da jetzt nicht reinsetzen? Ich hab gar keinen Scheit in der Hand, Alter. Warte mal. Haben wir überhaupt noch so einen Baum hier? Ich glaube, das Ding, ne? Der ist gut hier. Der war nicht gut. Jetzt haben wir eine Lagerkiste. Oh no. So. Na. Are you kidding me? Meine Axt ist im Arsch. So, was ist das? Ah, ich habe ein Blumenbeet gebaut. Ach, du bist so ein Pfosten, Alter. Das und Setzkasten. Okay, ach, liebe Leute, ich würde sagen, wir bauen dann in der nächsten Folge einen Lehmmischer. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis dann. Ne?